die Schattenschnitte aufhalten. Sehr schön. Haben wir geschafft, würde ich sagen. Mein Weg soll der eure sein. Jedenfalls zum Teil. Das war die letzte Instanz. Stecken der Macht. Was kann er denn so machen, der Stecken der Macht? Ich glaube, der war gar nicht so gut. Feuerball, magische Geschosse, 5. Oh, sehr schön. Und Schwächestrahl. Düte können wir uns mal merken, ne? In der Tat, wo ist das denn jetzt? Stecken der Macht benutzen wir. Dort stecken wir uns mal an. Oh, whoop. Feuerball ist halt ja gegen einzelnen Gegner ganz gut. Und wir speichern nochmal. So, weiter geht's. Wir haben hier wieder eine Falle und danach versuchen wir einmal. Wir sind ja schon ganz in der Nähe. Da ist eine Leiche und so. Versuchen wir mal zu rasten. Achtung! Oh Mann! Oh Mensch! Geht mir doch alle aus dem Weg. Nicht alle gegen mich. Das finde ich nicht schön. Ja, finde ich auch. Das finde ich auch besser. Jetzt eine Explosion. Scheiß Viecher. Haben wir noch Netz der Reinheit? Wo ist denn das hin? Ach nee, das haben wir verbraucht. Schade, Schokolade. Oh, wir wurden geheilt. Auch schön. Oh, wie wär's denn mit Klingensturm? Und währenddessen untersuchen wir mal das da. Finde ich. Und diese Leiche. Und wenn wir schon dabei sind, versuchen wir gleich nochmal zu rasten. Noch haben wir genug Zauber, um eventuell das Ganze zu überstehen. Och, schon wieder klingen. Nee, ich hab darauf keine Lust. Immer dieses Rumgesockse hier. Also wirklich. Natürlich streckt es uns gleich wieder nieder. War ja klar. So, Mr. Kelga. Kelga ist irgendwie unverwüstlich. Und getarnt ist er auch noch. Von mir aus. Nochmal Klingensturm. Gegen den Klingengolem. Gut. Zing. Ich finde das cool mit dem Schwert. Das kann jetzt gleich nochmal aufladen wieder. Meditative Bla. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was in der Hand gegen eventuelle Feinde. Und dann versuchen wir nochmal zu rasten. Sehr schön. Ach komm. Ach komm. Muss das denn sein? Stecken der Macht. Schwächestoß auch. Ich bolze jetzt mal rein. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, doch. War ganz gut. Wieso greift der Feuerball nicht nur uns an? Also, nicht nur. Warum greift er nur die Feinde an, wollte ich sagen? Wieder mal gestorbt. Ja. Mach mal, Emmen. Mach mal. Du kennst dich ja aus. Wir bolzen hier mal einfach diesen Strahl hier rum. Ja, als würde ich vergiftet. Das ist ja natürlich blöd jetzt. So komische Knochenspinne, die aussehen wie Totenköpfe. Ja, vielleicht. Na, wie wär's? Ah, gut. Nee, das bringt ja nichts. Ja, versuchen wir das nochmal. Komm, am gleichen Ort wird das doch wohl hoffentlich nicht dauernd wieder geschehen. Wow, wir hatten mal Glück. Gut, jetzt sind wir ja voll aufgeladen. Wir speichern deswegen nochmal und gehen dann weiter. Ja, wir sind jetzt schon hier, weil
ich Schüssel vergessen habe, die Aufnahme wieder anzustellen. Aber es ist nichts passiert. Wir sind geheilt. Wir sind ganz oben und kurz davor, ins Heiligtum einzudringen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine Ebene machen müssen oder ob wir gleich dort sind, wo wir hinwollen. Und mit einer Sequenz empfangen werden. Huch! Wir sind alle wieder komplett. Bishop, der Gnom. Alle sind sie wieder da. Wen steigern wir denn? Ja. Wir steigern auf jeden Fall Kesevier. Ja. 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 Natürlich. Mhm. 14 Trefferpunkte mehr. Ja, du. Ja, du. Ganz besonders du. Ach, du kannst nochmal aufsteigen. Ist auch schön. Es spricht viel für den Raum danach, dass der einer der letzten Räume werden wird, die wir betreten werden. Die steigern wir nicht, die Unmöglichkeit. Tja, Sand. Ich weiß nicht, ob es die Sache so viel besser macht. Oh, kann gleich nochmal. Level 18 Magier. Pff, was bist du denn schon als Level 18 Magier? Ein Nichts! Und als Level 19 Magier auch nicht. Wow, haben wir bis zur Stufe 20 gesteigert. Auch das verrät viel darüber, was wir machen können und was nicht. Bald gibt es epische Zauber, jedenfalls für Level 20 Charaktere. Da gehören wir jetzt natürlich noch nicht zu. Die Frage ist, ob wir die dann jemals erlernen werden im DLC. Naja, ich meine, nein, na okay, dann rastet halt nochmal. Anscheinend scheint das hier sorglos zu gehen oder wir hatten einfach nur Glück. Wir sind ja Level 7 Magier und das wird nie was mit den epischen Zaubern. Wie schade, wie schade. Naja, selber schuld. Wow. Herzlich willkommen im Herz des Schattens. Wo weibliche Statuen rumstehen für die Schönheit und... Oh, hallo, Nishka. Schön, dich wiederzusehen. Ich wartete auf euch. Ich wusste, ihr würdet es hierher schaffen. Ich wusste es. Das war das Einzige, was mir Mut gemacht hat. Ich werde ihre Wunden versorgen. Nishka, was ist passiert? Garrus, er hat mich gefoltert. Wollte, dass ich mich gegen euch wende. Aber wir können nicht bleiben. Wir müssen hier weg. Passt auf! Ach, Garrus, ich dachte, ich hätte ein düsteres Flüstern gehört. Ihr habt es also bis hierher geschafft. Beeindruckend. Aber was denkt ihr, was ihr dadurch bewirken könnt? Ihr habt versucht, unsere Kriegspläne zu durchkreuzen, aber dafür werdet ihr bezahlen. Ihr allein. Allein, das denke ich nicht. Ah, aber da liegt ihr falsch. Wie bei so vielen anderen Dingen auch. Euren Gefährten kann ich Gnade erweisen. Ihr habt sie angeführt, ihr habt die Befehle gegeben. Ich habe mich etwas mit eurer Freundin Nishka unterhalten. Ach, unterhalten. Und mit ein paar anderen von euren Reisegefährten. Nennst du das? Wenn ihr meint, dass ihr sie gegen mich aufbringen könnt, dann versucht es. Ihr habt bereits gespürt, wie die Spannungen in eurer kleinen Gruppe stärker werden. Ob wegen der Wege zur Macht, einer unbedachten Äußerung, die Schwachstellen verrät. Oder vielleicht, weil einige selbst denken können und den wahren Feind erkannt haben. Bishop, meine Schuld bei euch ist beglichen, Ordenshauptmann. Und seltsamerweise tut es mir etwas leid. Wofür? Ich wäre euch fast bis zum bitteren Ende gefolgt. Aber euer Onkel... Es ist schwer, darüber hinwegzukommen. Trotz allem. Was... hat mein Onkel mit all dem zu tun? Hä? Was? Ich verstehe hier die Zusammenhänge nicht. Wenn ihr schlauer seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Was war mit Bishop und was war mit Dingens hier? Wie heißt er nochmal? Mit Dagon. Was hat Bishop mit Dagon zu tun? Was soll das?
Wenn das der Grund ist, warum tut ihr es, ist es der falsche Grund. Wenn das der Grund ist, warum ihr das tut, ist es der falsche Grund. Ich kann es nicht ändern. Mich zu binden durch Emotionen. Das ist einfach nicht mein Stil. Und das Frustrierendste daran, ich dachte, dass ich euch einfach so hassen könnte, wie ich Duncan hasse. Aber es geht nicht. Absolut nicht. Und deshalb muss es auch so enden. Ich werde mich nicht wieder an jemanden oder etwas binden. Deswegen hat er auch dauernd über Casavir abgelästert. Aber ich meine, ich habe ihm nie Anlass gegeben, ihn mich wirklich zu mögen. Ich mochte ihn nicht von Anfang an nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich euch dadurch vertreibe, dass ihr mir wichtig seid, hätte ich es besser verhüllt. Nein, du bist uns nicht wichtig. Eure Gründe interessieren, ja? Ich verstehe, Bishop, und ich vergebe euch, wenn es euch interessiert. Eigentlich nicht wirklich. Könnt ihr mir wenigstens sagen, warum? Oh, lasst euch nicht stören, Bishop. Bald ist unser Herr hier. Dann ist das alles egal. Seht ihr, Duncan hat mein Leben gerettet. Er hat mich bei einem niedergebrannten Dorf gefunden, in dem eine Menge toter Laskener herumlagen. Warum solltet ihr Duncan die Schuld daran geben? Es ist nur so, dass ich derjenige war, der das Dorf niedergebrannt hatte. Und ich wollte keine Augenzeugen. Da kam Duncan vorbei, während ich verwundet war. Ich konnte ihn nicht zum Schweigen bringen. Es ist wirklich nicht kompliziert. Nur der Ausgleich alter Schulden, die ich nie hätte machen sollen. Ach so. Ach, das war das. Okay. Warum habt ihr euer Heimatdorf niedergebrannt? Es war Teil einer Initiationszeremonie laskenischer Assassinen. Wie die, zu denen Lorne einmal gehört hat. Mhm. Das ist etwas, das alle neuen Rekruten tun müssen, ob sie es wollen oder nicht. Und mir hat es nicht viel ausgemacht. Wisst ihr, der Auftrag, ein Dorf von Niewinter auszulöschen, gehört zur Initiationszeremonie. Ich habe gleich zwei Probleme auf einmal gelöst und mein Heimatdorf gewählt. Die waren sowieso immer alle doof zu mir. Hat das alles irgendeinen Sinn? Wisst ihr, für jeden wie euch, eine wahrhaft große Persönlichkeit, gibt es 100 von meiner Art, die den anderen Weg einschlagen. Und mein Dorf ist unwichtig. Wahr. Es war es nicht wert, fortzubestehen. Als sie mir befahlen, ein beliebiges Dorf zu zerstören, sah ich eine Chance, die Laskener zusammen mit dem Ort zu vernichten, der mich zu dem edlen, aufrechten Mann gemacht hat, den ihr nun vor euch stehen seht. Ein glücklicher Zufall. Solltest du nicht ein Dorf von Niewinter abbrennen? Wieso sind dann da Laskener? Ein glücklicher Zufall? Ich wollte das Dorf niederbrennen und meine laskenischen Aufpasser töten. Es war eine Falle. Ach so. Aber diese Dörfler, diese Narren, wollten nicht gehen, als ich es ihnen gesagt habe. So mussten sie ebenfalls sterben. Ich habe ein paar Feuer im Umkreis gelegt, habe sie eingekesselt. Sie sind verbrannt wie eingefärchte Schafe. Ich sagte ihnen, dass sie verschwinden sollten, fliehen, aber sie wollten ihre Häuser nicht verlassen, weil ich es ihnen gesagt habe. Sie haben es verdient, zusammen mit den Laskenern zu sterben.